Was passiert, wenn du einen Hero-Shooter bastelst, der auf einem gesättigten Free-to-Play-Markt erscheint, teurer ist als die Konkurrenz und dann auch noch Kontroverse mit sich bringt? Moneten! Nein, das nicht, sondern den vermutlich größten Flop der Gaming-Geschichte. Concord war 8 Jahre in Entwicklung, hat ungefähr 100 Millionen Dollar gekostet und... wird nach nur 2 Wochen offline genommen. Wie schlecht kann das Spiel denn sein? Ich nehme mal einen Vergleich. Erinnert ihr euch noch an das Gollum-Spiel? Das hat eine Peak-Spieleranzahl von knapp 760. Concord, ein Sony-exklusives Multiplayer-Online-Spiel, liegt noch unter 700. Concord hatte also weniger Spieler als Gollum. Concord hatte weniger Spieler als dieses Game. Sony hat jetzt verkündet, dass sie Concord offline nehmen, es nicht mehr verkauft wird und alle bisherigen Käufer ihr Geld erstattet bekommen. Nach nur 2 Wochen ist das schon eine ganz phänomenale Aussage, also lasst uns mal gucken, wie Concord begraben wurde. Das hier ist der Tod von Concord. Wenn ihr in diesem Internet-Ding unterwegs seid, habt ihr sicher schon mal den Satz gehört, go woke, go broke. Ich glaube allerdings nicht, dass Concord gefloppt ist, weil es woke ist oder Pronomen für die Helden benutzt. Für die meisten von uns sind so politische Themen irrelevant, solange das Game gut ist. War Concord halt leider nicht. Ich meine, ein Spiel kann gar nicht woker sein als Baldur's Gate 3 und da hat sich kein Schwein beschwert, sondern alle haben das Game gefeiert. Aber lasst uns mal von vorne anfangen, mit der Ankündigung. Here we go. Concord wurde erstmals angeteasert vor einem Jahr. Als PvP-Multiplayer-First-Person-Shooter, aber erstmal eigentlich nur mit einem Titel und der Sci-Fi-Ästhetik, mehr aber auch nicht. Zum Summer Game Fest dieses Jahr gab es kurz vorher eine State of Play, bei der Sony einen beachtlichen Zeitraum einräumte, um das Spiel vorzustellen. Mit einer längeren Cutscene, die sehr krampfhaft versuchte, wie die Guardians of the Galaxy zu sein. Wirklich keiner konnte sich das hier anschauen und dabei nicht an die Guardians denken. Aber zum Inhalt kommen wir gleich. Ich wollte einen anderen Grund zuerst anbringen. Mit diesem echten Reveal im Juni sahen die Leute 2 Monate vor dem Release zum ersten Mal wirklich das Spiel. Was bedeutet, Concord hatte eigentlich kaum wirklich eine Marketingphase. Den Teaser von 2023 kann man nicht wirklich zählen, also ging die gesamte Marketingphase von Concord eigentlich nur 3 Schritte. Der Reveal auf der State of Play, Beta, Release. Ich meine, hä? Kein Wunder, dass es keiner wirklich auf dem Schirm hatte. Hinzu kam, dass natürlich viel Online-Diskurs von der Woke-Thematik geprägt war, was dem Marketing sicherlich nicht hilft, aber erneut meiner Meinung nach nicht wirklich der Grund für das Versagen des Spiels ist. Was viel auffälliger war, war einfach der krampfhafte Versuch, cool zu sein. Die Ähnlichkeit mit den Guardians of the Galaxy habe ich schon erwähnt, aber das Problem ist hier nicht, dass das Dev-Team Inspirationen hatte von den Guardians, sondern dass sie dem einfach nichts hinzufügen konnten. Der Humor wirkt gleich, die Charaktere wirken gleich, selbst die Welt und Setting wirken gleich. Wenn ich die Guardians haben will, dann habe ich bereits eine Menge an Comics, Filmen und Games zur Auswahl. Wieso also dann die Guardians of the Galaxy auf Wish bestellen? Es konnte sich nicht mal visuell wirklich absetzen. Die überbunte Spielwelt mag vielleicht noch eine subjektive Geschmacksfrage sein, aber keiner der Charaktere und Level wirkt auch nur annähernd ästhetisch ansprechend. Damit meine ich nicht, dass jeder Charakter aussehen muss wie Tifa oder Leon, aber come on, ist hier wirklich irgendein Charakter dabei, den man cool findet? Der Grund, warum manche Charaktere so ikonisch sind und im Gedächtnis bleiben, sei es ein Master Chief, Nathan Drake, Aloy, Lara Croft und so weiter, ist, dass man sich mit ihnen identifizieren kann, sie aber auch bewundert, weil sie heldenhaft sind und tolle Charakterzüge mit sich bringen. Vielleicht sind sie witzig, draufgängerisch, cool, intelligent, Qualitäten, die wir an Menschen wertschätzen. Findet ihr das bei Concord? Bei den Helden des Spiels? Vergleicht diese Figuren mal mit den verschiedenen Charakteren aus Overwatch. Und gerade beim Stichwort Overwatch streuen wir auch wirklich Salz in die Wunde. Denn der größte und absolute Grund für das Versagen von Concord ist der Markt. Klingt nach Finance Bro Aussage. I'm looking for a man in finance. Trust fund. Aber der Hero Shooter Markt ist aktuell einfach gesättigt. Um dich hier durchzusetzen, brauchst du wirklich was, was dich hervorhebt. Entweder bist du ein Valve, die mit Deadlock aufgekreuzt sind, genau am Release von Concord, by the way, und dem Spiel damit echt den Todesstoß gegeben haben. Oder du bist Marvel und kannst mit einem ohnehin schon beliebten Roster an Charakteren Spieler locken. Oder du bist ein Overwatch, hast eh schon einen riesigen Marktanteil und beinharte Fans, die trotz all der Scheiße, die du abziehst, dabei bleiben. Das bestenfalls mittelmäßige Gameplay und das langweilige Design konnten sich hier nicht wirklich durchsetzen. Erst recht, wenn Concord als einziges einen Einstieg
Einstiegspreis verlangt und all die direkten Konkurrenten Free-to-Play sind. Die Steam-Reviews dazu sprechen Bände. War übrigens ziemlich schwer, überhaupt welche zu finden mit gefühlt nur 3 Spielern in diesem Spiel. Sony hat EA zugeschaut, wie sie Anthem rausbringen und meint, nee, das kriegen wir noch schlechter hin. Spiel was anderes. Ich hasse Overwatch. Spiel lieber Overwatch. Einfach ein Link zu Team Fortress 2. Es ist eine Mischung aus Overwatch und Paladins mit Team Fortress 2. Alle 3 dieser Spiele sind kostenlos und du musst nicht die hässlichsten Charaktere ever in einem Spiel spielen. Ein vergleichsweise hoher Einstiegspreis. Mittelmäßiges Gameplay. Kaum Marketing. Kaum Alleinstellungsmerkmale. Und dann kam da auch nochmal was on top drauf. Einer der Entwickler wurde darauf hingewiesen, auf nette Art und Weise, dass das Spiel leider floppt und nicht mithalten kann, worauf dieser antwortet, dass es ihm egal ist, was eine Reihe von Talentless Freaks denken. Also wenn man so mit seinen potenziellen Käufern umgeht, will vielleicht auch wirklich niemand Käufer werden. Irgendwie stellen gerade die Trophäenjäger ziemlich akkurat dar, wie das Spiel läuft. Da Sony das Game bald offline nimmt, springen diejenigen, die unbedingt Platin haben wollen, jetzt konstant in den Tod. Verlieren das Game absichtlich, um Matches schnell zu beenden, XP zu farmen und so noch die Level-Achievements zu ergattern. Es wird gerade spekuliert, ob das Spiel jemals zurückkehren könnte, vielleicht als Free-to-Play-Shooter. Aber jetzt erstmal heißt es für alle Käufer, dass ihr euer Geld zurückbekommt und Concord ist damit offiziell tot. Nach weniger als 2 Wochen. Das ist sicher ein neuer Rekord, aber was meint ihr? Was denkt ihr, ist der Grund für das Scheitern von Concord? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn dem so ist. Damit könnt ihr mich supporten. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.